Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Da, das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Schlafen gut, Neukalifornien. Alle 5 Staaten haben dafür gestimmt. Das bedeutet, dass wir ab sofort alle Bürger der Republik Neukalifornien sind. Keine Frage dann. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt Diese mit einer der Raiderbanden unterwegs. Aber er hat es mir nie gesagt. Da scheint noch eine. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Ich war früher kein solches Arschloch. Versuch's mal mit der. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wird dich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Es war das Schlimmste, das ihr je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm. San Francisco war meine Chance für einen Neuanfang. Ich war der Größte. Der Revolverheld aus dem Hub, dem die Welt zu Füßen lag. Jeder wusste, dass ich Valdez umgelegt hatte. Und so standen mir in der Stadt alle Türen offen. Eine ganze Weile lief es richtig gut. Schon, Sarah, du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit und gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich... Aber suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du's weißt, sie sind krepiert wie Hunde und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich.
Wollen wir uns nicht setzen? Es gab immer jemanden, den ein anderer tot sehen wollte. Manchmal ging es auch nur um eine Abreibung, aber meistens sollte das Opfer ins Gras beißen. Manche dachten, sie könnten mich aufs Kreuz legen. Aber eigentlich nur, wenn ich irgendwo zum ersten Mal auftauchte. Mir war das egal. Für mich gehörte das irgendwie dazu. Ein kleines Extra für Lau. Ich habe mein Geld immer bekommen. So oder so. Wie du willst. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht... Ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab... Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts. Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her und macht sich jedes Mal ein bisschen besser. Sie sind mir immer noch unheimlich. Aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Sie arbeiten an... Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wann immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, das sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn Sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Systeme offline. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Manuelle Steuerung in die... Oh Gott, nicht schon wieder. Ich suche schnell eine andere Erinnerung. Versuch bitte ruhig zu bleiben. Die Wall-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde... Das Ding einfach. Kapsel C6, den Gang lang, am Ende. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere.
Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn... Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Das ist er. Da. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Mach sie auf. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Moment. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht. Verdammt. Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie tut mir leid, Befehle dass du das nochmal durchmachen musstest. Aber sie brauchten mich. Hier ist noch eine intakte Und ich sorgte dafür, dass ich... Bist du soweit? Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond Sohn? City niederzulassen. Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ich hielt das ist sogar gut, für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Ihr wisst schon, die Zeitung. Oh Mann, jetzt hat Piper es aber wirklich geschafft. Piper es wirklich geschafft. Ich meine, das ist nicht, dass sie recht hat, aber... Der Bürgermeister, er wird diesmal ziemlich sauer sein. Ich hätte wohl besser... Kellogg. Schon gut. Aber ich hab's gesagt. Die neuen Sins könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich habe nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich.
Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden. Falls es so etwas schon mal gegeben hat, wäre mir das neu. Vielleicht ein Zeichen, dass der alte Mann allmählich die Kontrolle verlor. Würde sicher kein Spaziergang werden, jemanden im leuchtenden Meer aufzuspüren. Aber ich hätte nie gedacht, dass mir ein Eierkopf aus dem Institut solche Probleme bereiten würde. Und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja, stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. So was hat noch nie jemand gemacht. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Bin ich gesund? Siehst du etwas Schlechtes? Nein, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wonach ich suche. Wie gesagt, das ist alles Neuland. Aber deine neurologischen und physiologischen Werte sind wieder ganz normal. Medizinisch gesehen bist du gesund. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Wir haben, was wir wollten. Das Institut kommt per Teleportation rein und raus. Ja. Ihr größtes Geheimnis ist jetzt offenbart. Aber das bringt uns nur weitere Fragen. Wie funktioniert das? Was machen wir als nächstes? Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Egal wie verzweifelt er ist. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Darum ist er dort. Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst.
Oh, ich gehe da einfach nackt rein. Drück mir die Daumen, dass ich Superkräfte bekomme. Ich weiß, dass das ein Witz war, aber als Arzt muss ich dich darauf hinweisen, dass ungeschützter Kontakt mit Radioaktivität dich nur tötet. Tod. T-O-T. Also finde eine Möglichkeit, das alles unbeschadet zu überleben. Und viel Glück. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Was haben wir denn da? Ich habe Stims gefunden, falls du welche brauchst. Wozu nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Ja. Dr. Amari. Vorsicht vor der Strahlung. Das leuchtende Meer ist kein Ort, den man unvorbereitet besucht. Du musst Virgil finden. Ein abtrünniger Institutswissenschaftler hat vielleicht das Wissen, das wir brauchen. Hey. Ja, was gibt's? Das ist ja einfach. Amari. Viel Glück. Komm heil zurück, okay? Jo, alles klar. Komm her. In Ordnung. Hey. Was gibt's? Klar, kein Thema. Hey, Valentine. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Kellogg? Bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Warte, hast du mich da nur veralbert? Tja, ganz sicher können dir das nur ich und Kelloggs Erinnerungen sagen. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Wir müssen zum leuchtenden Meer. Irgendwelche Ratschläge? Ich bin ein Zünd. Also ist Strahlung kein Problem für mich. Aber die Powerrüstung, die du trägst, könnte genau der Schutz sein, nach dem du suchst. Oder du deckst dich bei allen Chem-Händlern mit so viel Radex und Radaway ein, wie du finden kannst. Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Ich will nur ein bisschen handeln. Ah, verstehe. Ich bin nur dazu gut, deinen Mist zu tragen. Das Leben eines Detektivs ist nicht leicht, aber es ist selten langweilig.